dieses Thema der Krebserkrankung ganzheitlich begegnen. Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, wir haben zu sehr verlernt, wirklich dem Wunder der Schöpfung mit mehr Achtung und mit mehr Demut zu begegnen. Und ich glaube, das ist ganz essentiell, so wie das Niels Tönnissen schon kurz angeschnitten hat, dass wir hier auch immer wieder in uns gehen und letztendlich können wir natürlich auf der einen Seite stolz sein, dass wir heute so viel mehr wissen, so viel mehr Details, und Sie haben wirklich viele Aspekte schon in den von meinen Vorrednerinnen und meinen Vorrednern gehört. Und dennoch sage ich ganz offen, bin ich in der Konfrontation im Alltag mit den Krebskranken an dem Punkt, das, was wir wissen, ist ein Tropfen und das, was wir nicht wissen, ist der Ozean. Und dem sollten wir uns auch bewusst sein. David Servan-Schreiber schrieb in seinem Buch, man sagt sich mehr als einmal lebewohl, ein Neurobiologe, der viele motivierende Bücher für Krebskranke geschrieben hat, selbst mehrfach an einem Hirntumor erkrankt und dieses Buch ein Jahr vor seinem Tod schrieb. Man kann die Gesundheit weder verstehen noch schützen, wenn man sich auf das enge Modell dieser oder jener Maßnahme beschränkt. Gesundheit ist, wie es schon gut anklang in den Vorträgen, nur auf der Ebene des gesamten Organismus denkbar, auf der Ebene der Natur, weil alles mit allem zusammenhängt. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Ärzte, mit denen ich zurzeit am meisten zu tun habe, die Onkologen, sich ganz allmählich einer systemischeren Betrachtung ihres Berufsfeldes öffnen. Sie beziehen langsam den umfassenderen Begriff des Nährbodens mit ein und kümmern sich um Ernährung, Bewegung, die psychische Seite. Diese Haltung hat nichts Mystisches, nichts Esoterisches, sie ist einfach ganzheitlich. Die Krankheit ist nicht so schlimm, viel schlimmer ist der Druck der Ärzte und sich dagegen zu wehren, braucht meine ganze Kraft. Das erfahren wir in der Beratung bei der biologischen Krebsabwehr tagtäglich. Niels Tönnissen hat es angesprochen, dass die Leitlinien sehr oft Leitlinien werden. Und die Vorsitzende der Organisation Mamazon hat so schön einmal gesagt, die Krebskranken fühlen sie sich, wenn sie in die Onkologie kommen, wie auf einer Stroke-Unit, auf einer Schlaganfalleinheit. Alles ist getaktet und alles ist vororganisiert, alles ist geplant. Und ich bedauere so sehr, dass die meisten Kranken sehr oft erst alle Maßnahmen der Medizin durchlaufen und erst wenn sie alle diese Maßnahmen hinter sich haben, sich der komplementären Seite zuwenden. Gott sei Dank gibt es auch immer mehr Menschen, die von Anfang an dieses ungeheure, große Wissen der Komplementärmedizin auch in Anspruch nehmen. Und Sie alle sind ja ein Beispiel dafür, dass das möglich ist. Der bekannte amerikanische Psychoonkologe Bernie Siegel hat in meinen Augen den so wichtigen Satz gesagt, als Arzt oder Therapeut muss ich dafür sorgen, dass die Menschen Zeit gewinnen, um sich selbst heilen zu können, sie zu sich selbst führen, zum eigenen inneren Arzt. Und das, glaube ich, ist so ungeheuer wichtig, dass wir immer wieder den einzelnen Patienten begegnen, der zu uns kommt,
nicht irgendwelche Schemata durchführen, sondern auch immer wieder unsere Einstellung prüfen und dieses Primat uns vor Augen führen, dass letztendlich nicht wir das Entscheidende tun, sondern das Entscheidende im Menschen geschieht. Wenn die pharmazeutische Industrie in ihrer Werbung schon diesen Satz benutzt, mein Arzt bat mich um mehr Aufmerksamkeit, um mich selbst, mir selbst gegenüber, dann muss ja vielleicht schon was dran sein. Nun wird gerne über die sprechende Medizin gesprochen und wie wichtig das ist. Das möchte ich auch ein wenig in Frage stellen. Ärzte reden eigentlich schon heute zu viel. Der Gesprächsanteil des Arztes bei der Aufklärung über eine lebensbedrohliche Diagnose beträgt oft über 80%. Dabei hängt die Zufriedenheit des Patienten in dieser Situation direkt mit der Höhe ihres eigenen Gesprächsanteiles zusammen, der idealerweise größer sein sollte als der des Arztes. Leider fehlt vielen Ärzten eine für ihre Aufgabe eigentlich zentrale Fähigkeit, die zum aktiven Zuhören.